Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Goodbye Deponia. Entschuldigung, ich starte heute einfach mal bei den Schnabeltieren, einfach um sie euch zwischendurch nochmal zu zeigen. Hier haben wir das Vollschnabeltier, das ist auch neu, das kennen wir schon. Und hier haben wir noch das Zwergschnabeltier, aus dem wird Milch hergestellt. Und die haben ganz kleine Krallen. So, jetzt da wir das wissen, können wir weiterspielen und... Oh, das ist doch Cletus, der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. So, was sagst du denn so? Cletus aus dem Zimmer locken, Cletus ins Cletus Zimmer einbrechen und dann kommen wir hoffentlich an dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais. Und wir tauschen einfach mal die Taschen, weil wir es können. Haha. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha. Geld. Oh, yes. Wow. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich so viel Geld in der Hand hatte. Oder überhaupt irgendwelches Geld. Komm, dann machen wir hier mal... Was findet man in keinem Drogerie... Okay, den kennen wir schon. Die Tasche. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Aua. Eine Mutter. Okay. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz... Ja, wir wissen, dass Salz Schimmel ansetzen kann. Was ist rosa, hat eine Rüsselnase und dein Vater steckt all sein Geld hinein. Deine Mutter. Ja, gut. Dann ab zur Rezeption. Wir sollten uns, glaube ich, Oppenbot nicht zeigen. Aber was wir machen können, und das weiß ich rein zufällig, weil ich es rein zufällig weiß, ist... Hier, damit geht's bestimmt. Toilettenpapier. Oh, das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Hat der fortsetzen gesagt? Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Ja, verständlich. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier, vierlagig, mit Luftpolster. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Gott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Dann kannst du auch mal reingreifen. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch... Okay, der hat noch nicht mal abgespült. Das ist schade. Aber, Münze. Einen Moment, Entschuldigung. Das hat Vorrang. Was wohl passiert, wenn ich mein Geld in diese Mülltonne hier werfe? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich entschlossen, episches Micro-Item der Nutzlosigkeit zu erwerben. Episches Micro-Item der Nutzlosigkeit wird Ihrem Inventar hinzugefügt. Oh Gott! Nein! Halt! Stopp! Das war knapp. Okay, schade. Gut, haben wir es nicht. Kaufen wir halt eine Pastete. Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Da hilft nur eins. Abschmirgeln. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Ha,
Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. So, abgeschliffene Mütze. Eine Pastete bitte. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Na dann, sollten wir irgendwas tun, dass das nicht mehr so gut geht. Also, Schüttelpocken waren blaue Zunge, Fieber, Husten und Niesen. Niesen? Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik, ist alles auf der Pastete gelandet. Dann ist ja gut. Husten. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Und Fieber. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Das ist gut. Jo. Alles klar, dann hätten wir das schon mal soweit. Ja, ich glaube, bei Cletus brauchen wir nicht zu klopfen. Der wird uns sicher nicht reinlassen. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Die Küche brennt. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay, wir sollen Cletus irgendwie aus seinem Zimmer locken. Das heißt für mich, wir rufen mal als Cletus an. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Hallo, wir sind Zimmer 1. Zimmer 1. Der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgedient? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ist unsere Wäsche schon fertig? Wer soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach. Der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Statt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Das kriegen wir hin. So. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. So ein schönes Ja, Lied. Was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja, schon, aber... Aber was? Okay, gut. Hallo, Kumpel. Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke.
Logisch. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 depperte Dummdepp. Okay. Jetzt hätten wir das schon mal. Der Menüplan. Okay, wir haben ihn einfach. Wir wissen ihn jetzt auswendig. Das heißt, wir können jetzt anrufen, dass wir essen wollen. Hallo. So, ich bin Zimmer 1. Zimmer 1. So, und ich hätte gern was... Oh. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, und zwar was zu essen. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liegt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Cletus. 12 Uhr, Cletus, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay. So, Cletus aus dem Zimmer locken. Hinweis, Oppenbot von der Rezeption weglocken. Menüplan von der Rezeption holen. Cletus zum Mittagessen anmelden. Dafür sorgen, dass es Mittag ist. Ja, ich brauche dieses Ding. Es tut mir leid. Nichts da, Rufus. Ich brauche den... Und ich brauche ihn. Ich sag mich ja schon gut. Aber ich brauche ihn. Manu. Wie komme ich denn jetzt... Sag mal, Mr. Pelikan, was ist denn jetzt mit Darf dir? Darf ich mal kurz? Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Gut, hier, nimm Salz. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Da, bitteschön. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin super. Ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Ja, einfach mal nachsalzen. Wirkt immer Wunder. Und er ist ein Fischi. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Mmh, sehen die lecker aus. Tja, dann greif mal rein. Darf ich mal kurz? Oder auch nicht. Gut, müssen wir uns selbst helfen. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Jetzt gib mir verdammt nochmal das Fisch. Oh, ein Fisch. Der sieht noch ganz manierlich aus. Und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen. Mit Sicherheit. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Faulgase. Alle sagten, ich würde Schuppen kriegen, wenn ich mir die Haare nicht wasche. Ob sie das hier gemeint haben? Ja, mit Sicherheit. Die Sache ist, ich weiß, was wir so ungefähr zu tun haben. Nur von Deponia-Teil zu Deponia-Teil ist es immer weniger. Deswegen, wenn ich irgendwann mal feststecke, dann stecke ich irgendwann mal fest. Genial! Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Okay, Freunde, ich muss mal wieder hier schauen. Okay, 14 Minuten sind wir gerade. Irgendwie merke ich mir nämlich nie, wann ich angefangen habe. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Okay. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja... Ja. Ich finde... Meinst du? Ja. Huch. Igitt. Was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Okay, bitteschön. Hier. Ein Shampoo. Meine Rettung.
Raus mit dir! Ich muss duschen. Gut, dann dusch du halt. Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja, dann gehen wir einfach mal auf der anderen Seite nach draußen. Und dann hier hin. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. So ein schönes Lied. Ach, komm mal her, Mr. Toffee, hm? Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Der Zimmerservice kommt gleich. Der Zimmerservice macht aber jetzt erstmal hey, das Fahrradglas so auf. Einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh, wo ist er denn? So, free Mr. Toffee. Der Korken kommt da rein. Was ist eigentlich hier mit? Ach, da kommen wir gar nicht hin. Das ergibt Sinn. Gut. Ist es nicht immer schön, wenn irgendjemand duscht und jemand anders eine Toilettenspülung zieht? Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde es übrigens sehr schön, wie dieser Pelikan immer noch da unten mit dem Kleidervögel kämpft. So, Klostein. Den sollte ich schnell wieder loswerden. Mein Innenfutter ist schon ganz blau. Huch, blau? Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Oh ja, die fehlen auf jeden Fall. Das Auge isst ja mit. Mhm. Juti. Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Haha. Ein Spannerbettlaken. Gut. Es ist ein Spann... Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Dann kriegt Bozo jetzt erstmal die Pastete. Was tut man nicht alles für seine Freunde? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe... Fieber, ist meine Fumme blau. Wie bisschen. Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Kein Problem. Kein Hier, Problem. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Das hat gut geklappt. Und ich brauche dieses da. Ding. Und ich sagte, ist ja schon gut. Ich brauche es. Okay, gut, dann nicht. Schicke Haare, Kumpel. Schon mal mit Läusen probiert? Nur mal so gefragt. Ohne. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich, die Welt geht ja nicht. Ich finde meins. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse, gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Dann duschst du halt. So. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, so, ein schönes Lied.
Ich will mein Achievement. Auga. Ich will mein Achievement. 9. Ich wollte mein Achievement. Dann nehme ich halt die Kutte. Wenn ich mein Achievement nicht kriege. Aber wie oft muss ich denn da durchgucken? Vielleicht muss ich öfter durchgucken. Ja, musste ich öfter machen. Okay, jetzt habe ich mein Achievement. Sehr gut, das gefällt mir. So, Freunde, wir haben jetzt alle Dinger, die wir brauchen, wovon ihr aber noch überhaupt nichts wisst, dass wir die brauchen. Aber damit gehen wir jetzt in die Wäscherei in der nächsten Folge. Also, bereitet euch schon mal seelisch und moralisch auf ein Minigame vor. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!